100% Rock. Nonstop. Rockantenne. Tom Moser. Tina Kramm. Susi Müller. Und Ruben Schulze-Fröhlich. Sie sind Wechselstrom, Gleichstrom. Hi, wir sind vier brave und mutige Kollegen von Rockantenne. Diesmal firmieren wir unter dem Namen Wechselstrom, Gleichstrom, weil wir testen das Spiel AC/DC Rockband für Rockband 2 für die Xbox. Und dann schauen wir mal, wie wir uns jetzt schlagen werden. Yeah. Good evening, ladies and gentlemen, the Wechselstrom Gleichstrom from New York City, and the drums to Mark Brown. On guitar, the Brian Melody, Thomas Sanderson. Finally, on the bass guitar, Zuzio. Ja, es ist geschafft. Wir haben irgendwie Thunderstruck hier auf Celluloid gebannt. Fragt uns am Anfang am besten nicht wie, weil es ist ein ziemlich hartes Stück Arbeit gewesen. Man wird mit der Zeit natürlich immer besser. Aber ich glaube, Tina, am Schlagzeug, da kämpft man am Anfang schon schwer bei dem Rockband-Spiel, oder? Aber hallo, aber Übung macht den Meister. Vollkommen. Ich an der Gitarre konnte mich einigermaßen wacker halten. Es ist auch, glaube ich, einfacher, wie jetzt hier mal mit drei verschiedenen Gliedmaßen irgendwas zu spielen, siehe Schlagzeug. Ruben, wie war das als Sänger? Wie man meine Stimme hören kann. Wenn man nicht singen kann, ist es schwer, aber macht Spaß. Ist das Einfachste auf jeden Fall. Also man sieht auch, der Vorteil bei Rockband und der AC/DC-Ausgabe im Speziellen ist natürlich, man kennt jeden Song. Ja. Ganz klar AC/DC, wenn man das nicht kennt, hat man auch nicht gelebt. Und deswegen findet man sich auch in die Songs schnell rein. Eine neue Herausforderung stellt natürlich auch die Live-Situation. Ja. Also man fühlt sich ja wirklich, als würde man genau vor 90.000 Leute auftreten, wie die das damals in Castle Donington gemacht haben. Ja, und dann stehst du erstmal da und dann schaust. Aber wie gesagt, ein Partyspaß erster Kajüte als Band und mit mehreren Leuten macht es wirklich viel mehr Spaß. Und ich würde sagen, Fazit,
Du hast halt den Bassisten in der Band vergessen. Gut, der Bassist hat auch nie wirklich viel zu tun gehabt, aber egal. Fazit rum. Let's rock. Ja. Ich muss auch sagen, hervorragend. Ich würde es nicht missen wollen. Tina? Ich auch nicht. Rock'n'Roll. Wunderbar. Also, Daumen hoch für AC/DC. Meine Daumen funktionieren gar nicht mehr. Voll lauter Schlagen. Rockantenne. 100% Rock. Nonstop.